2020 war für mich und für alle bei Reporter ohne Grenzen auch, so wie für alle Menschen, glaube ich, wegen Corona ein ganz besonderes Jahr. Corona hat unsere Arbeit auf allen Ebenen beeinflusst. Aber auch inhaltlich war unsere Arbeit an vielen Stellen von den Auswirkungen der Corona-Pandemie beeinflusst. Diktatoren dieser Welt haben die Corona-Pandemie missbraucht, um Pressefreiheit weiter einzuschränken. Ich habe im vergangenen Jahr trotz der Umstände der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie selber auch Prozesse in der Türkei und in Großbritannien, das Auslieferungsverfahren gegen Julian Assange beobachtet. Und überall dort waren auch wegen der Corona-Pandemie die Umstände schwieriger. Wir sind hier für alles zuständig, was nach außen geht, also zum Beispiel Pressemitteilungen und Berichte, die wir veröffentlichen. Aber wir machen auch sehr bildstarke Aktionen, eine Mahnwache vor einer Botschaft oder auch eine Plakataktion. Und im letzten Jahr haben wir die Uncensored Library eröffnet. Das ist eine Bibliothek in dem Computerspiel Minecraft. Und da kann man eben virtuell durchgehen und Texte lesen, die zensiert sind. Und die werden so in verschiedenen Ländern wieder zugänglich gemacht. Im Referat Nothilfe und Stipendien kümmern wir uns direkt um bedrohte Medienschaffende. Unsere vier verschiedenen Stipendienprogramme ermöglichen Ihnen so zum Beispiel für eine Auszeit oder auch ein Recherchestipendium nach Berlin zu kommen oder sich in Fragen der digitalen Sicherheit weiterzubilden. Genau, neben den verschiedenen Stipendienprogrammen helfen wir mit aktiver Nothilfe Journalistinnen und Journalisten. Das meint administrative und finanzielle Hilfe. Administrative Hilfe kann sein, dass wir Briefe schreiben an Behörden oder Botschaften. Mit finanzieller Hilfe können wir die Kosten für medizinische Behandlung oder einen Anwalt tragen. Und als Referentin für Advocacy-Arbeit bin ich bei Reporter ohne Grenzen für die politische Arbeit zuständig. Das heißt, unter anderem spreche ich mit Bundestagsabgeordneten über die Lage der Pressefreiheit weltweit. Außerdem versuchen wir auf dem Rechtsweg gegen die Feinde der Pressefreiheit vorzugehen und sie zur Rechenschaft zu ziehen. Beispielsweise haben wir gegen den saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman Strafanzeige erstattet, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Im vergangenen Jahr war das wirklich für mich beeindruckend, dass uns die Menschen sehr unterstützt haben, trotz Pandemie. Sie haben uns kontaktiert und gefragt, wie sie helfen können, wie sie Journalistinnen und Journalisten, die in Not sind oder die verfolgt werden, unterstützen können.